Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner sehr rar gesehenen Videos. Mein Name ist Jasmin und ich lade dich heute ein, mit mir und Captain, das ist einer meiner Hunde, dieses Video dir. So komme ich aus dem. Egal. Fangen wir mal an. Also ich habe mir lange überlegt, was ich für ein Thema machen könnte und ich dachte mir, ich erzähle euch ein bisschen was über die Anatomie von Papageien. Und ja, ich dachte, warum fangen wir nicht von ganz oben an? Eigentlich ziemlich randomly, wir fangen mit der Zunge an. Aber bevor ich damit anfangen kann, dachte ich, geht es ja nur, wenn ich sowas anhabe. Genau, also es wird die Kategorie Anatomie des Papageien oder des Sittiches geben. Und heute wird mir der Captain einfach dabei helfen. Also, viel Spaß bei meiner Erklärung. Ach, übrigens, die Hälfte davon ist von Wikipedia und Online-Recherchen. Also, es könnte sein, dass ich ungewollt irgendwelche Sachen falsch sage, aber das ist keine Absicht. Bis gleich! Also, nicht wundern, das ist der anatomische Querschnitt eines Papageien, den ich aus dem Internet habe. Das ist nicht mein eigenes Tier, um Gottes Willen. So, falls es euch aufgefallen ist, die Zunge ist so geformt wie unser Daumen. Jetzt guckt euch mal unseren Daumen, also ihr guckt euren an, ich gucke gerade meinen an. Und da sehen wir ziemlich viele gleiche Parallelen. So, genau, also Papageien können ziemlich gut mit diesen Sachen was schälen. Das zeige ich euch später in einem Clip. Da habe ich den Chico dazu genötigt, Sonnenblumenkerne zu essen, damit ihr das besser seht. Aber worauf ich hinaus will. Nicht nur, dass die Zunge so geformt ist wie ein Daumen. Nein, die Zunge kann auch mitunter Töne produzieren. Also der Papagei benutzt halt natürlich seinen Kehlkopf dafür. Aber durch Vor- und Zurückwiegen der Zunge können sie akustische Laute von sich geben, die signifikant für diese Art ist. Also jeder Papagei hat sozusagen seine eigene Stimme. Keiner hat die zweite. Also, ja, genau. Und die Zunge ist trocken, was sehr interessant ist. Dadurch können sie auch Geschmäcker anders wahrnehmen als wir. Lustig an dieser Stelle. Sie könnten an Kabeln nuckeln und würden keinen Stromschlag bekommen. Aber wir testen das nicht, um Gottes Willen. Genau, also auch Chilis, also scharfe Sachen werden anders wahrgenommen. Und gerade schreit der Paul, keine Ahnung warum. Ja, genau, da sehen wir einen kleinen Papagei. Ach, Babys. Da sieht man auch sehr gut die Zunge. Genau, diese Bilder sind alle von Wikipedia, nee, beziehungsweise Google. Gleich sehen wir die Zunge eines Loris. Loris kommen aus Südamerika und sind dafür da, Nektar und Fruchtgegenstände besser aufzunehmen. Deswegen ist die Zunge so, wie sie jetzt ist, so ein bisschen verschachtelt. Da können sie halt diese Nahrung besser aufnehmen. Genau, bevor ich mich jetzt verhedder, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Bild. Und zwar ist das der Chico. Genau, da sehen wir den Chico, wie er sehr fein seine Zunge benutzt, um Sachen aufzunehmen. Wartet, gleich seht ihr es. So, da wird es aufgenommen und da wird der Kern gerade auch geschält. Sehr gut zu sehen. Sehr gutes Prachtexemplar. Ich hoffe, die Rubrik Anatomie hat dir Spaß gemacht. Und falls es dir wirklich Spaß gemacht hat und du vielleicht eventuell hoffentlich was gelernt hast, dann schreib es doch bitte unten in die Kommentare. Vielleicht auch noch mit irgendwas, was dich noch weiter interessieren könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und danke, dass du bis zum Ende eingeschaltet hast und schau dir meine letzten, nächsten Videos an. Genau, ja, auf jeden Fall. Tschüss!